Willkommen zu einem neuen Beitrag. Liebe Mythengemeinde, heute gibt es einmal etwas ganz anderes und der Grund dafür ist, dass immer wieder danach gefragt wurde. Ihr wisst, wenn auf YouTube ein Video das Zeitliche segnet, dann ist da irgendetwas drin, das dem Algorithmus nicht gefallen hat und nach einer manuellen Überprüfung wird das Ganze bestätigt und dann ist das Ding unter Umständen weg. Das Problem daran ist, wenn man in einem Video wie die Mystery Kurzmeldungen zum Beispiel 5 Themen hat und davon ist eines, was nicht in die Richtlinien passt, sind eben alle anderen Themen auch mit weg. Und nachdem nun immer wieder nach den fehlenden Teilen der rätselhaften Welt oder der Snippets oder was auch immer gefragt wurde, habe ich mir gedacht, ich nehme mal alles das raus, was vermutlich der Grund dafür war, dass das Video abgeschossen wurde und füge das andere dann zusammen und das könnt ihr dann heute sehen. Es ist gut möglich, dass einige von euch dann diese Dinge schon gesehen haben, gar keine Frage, das Video war ja nicht sofort weg. Und so ist das Ganze entweder als nette Erinnerung an alte Zeiten zu sehen oder eben für viele, die ja neu hinzugekommen sind, dann sozusagen jetzt ein neues Video. Und nein, mir gehen nicht die Themen aus. Der Grund ist der, den ich gerade genannt habe. Irgendwann muss man so ein Video dann mal veröffentlichen. Also nehmt euch mal einen Kaffee und einen Keks und wenn ihr möchtet, dann schaut euch das Ganze an. Wenn ihr allerdings sagt, ne, die Videos der letzten 5 Jahre, die kenne ich doch auswendig, dann hoffe ich doch, dass wir uns bei meinem nächsten neuen Video dann wiedersehen. Also jetzt hier ein Zusammenschnitt der letzten Jahre, gerettet aus den Videos, die hier irgendwann mal verschwunden sind. Das nächste Thema, das könnte genauso gut in die Rubrik rätselhafte Welt passen. Ich habe es dann einmal hiermit aufgenommen, da ich in dieser Ausgabe ja schwerpunktmäßig über archäologische Funde berichte. Diese Funde, die werden ja nicht zwangsläufig von Archäologen gemacht. Es gibt eine ganze Menge Hobby-Archäologen, die diese Funde machen oder einfach nur Menschen, die zufällig irgendetwas ausgraben. Bei dieser Ausgrabung, da war es allerdings so, dass sich eine Gruppe russischer Ufologen auf den Weg gemacht hat, etwas auszugraben, das in den alten Sagen einiger Urvölker existiert. Diese Ufologengruppe, die nennt sich Kosmopoisk und die hat tatsächlich das gefunden, wonach sie gesucht hat. Es handelt sich dabei um diese Steinscheiben und davon haben sie so einige gefunden und die haben einen Durchmesser von 1 bis 3 Metern. Das Ganze wurde in der Nähe der Stadt Wolgograd gefunden und die Urvölker, die dort einmal lebten, in deren Sagen kommen diese Steinscheiben als Geschenke der Götter vor. Für die Ufologengruppe, da ist klar, dass diese Steine irgendetwas mit einer außerirdischen Existenz oder einer Präsenz auf der Erde zu tun haben müssen und dass diese Steine aus dem All stammen. Und tatsächlich gibt es einen Punkt, der das Ganze dann doch sehr rätselhaft macht, aber dazu gleich. Man hat nun diese Steine, die man dort gefunden hat, in ein Museum gebracht und dort wurden sie von Wissenschaftlern untersucht. Und die Wissenschaftler, die sind zu dem Schluss gekommen, dass diese Steine aufgrund der Sedimentschichten, in denen sie gefunden wurden, ca. 1 Million Jahre alt sein müssten. Die Oberfläche der Steine, die wirkt wie glatt poliert und die Wissenschaftler, die geben zu bedenken, dass sich vor 1 Million Jahren dort, wo man die Steine fand, einmal ein Meer befunden hat. Und glattpolierte Steine aus dem Meer, das sei nichts Ungewöhnliches. Das Ungewöhnliche hierbei sei lediglich, dass alle Steine die gleiche Form haben. Da entbrannte nun ein Streit zwischen den Wissenschaftlern, die sagen, es gibt zwar nicht häufig solche Steine und sie würden sie auch zum ersten Mal so sehen, aber sie halten sie einfach für ein Produkt der Natur und der Ufologengruppe, die sagt, diese Dinge kommen aus dem All. Dann tauchte dieses Foto hier auf und dieses Foto, das zeigt ähnliche Steine wie die, die man in Russland gefunden hat, allerdings stammt dieses Foto aus China und auch dort, wo man diese Steine fand, da befand sich einmal ein Meer. Damit könnte man nun sagen, ist der Fall geklärt, die Dinge stammen aus dem Meer und sind glatt geschliffen worden von den Gezeiten oder wie auch immer. Allerdings hat man dann an den Steinen etwas entdeckt, das wirft dann, wie ich eben schon erwähnt habe, doch einige Fragen auf. Es soll so sein, dass man an diesen Steinen Spuren von geschmolzenem, reinem Wolfram gefunden hat und das kommt ja so in dieser Form in der Natur nicht vor. Und Wolfram besitzt darüber hinaus die höchste Schmelztemperatur aller Metalle. Demnach müssten diese Steine dann zumindest einmal einer sehr großen Hitze ausgesetzt worden sein. Wie das dann dazu geführt haben kann, dass dann Wolfram in Reinform entstanden ist, das kann momentan noch niemand beantworten. Für die Gruppe der Ufologen, da ist natürlich ganz klar, dass dieser Umstand des geschmolzenen Wolframs und des reinen Wolframs
eine Aussage dafür ist, dass diese Steine eben nicht natürlich entstanden sind und dass sie aus dem Weltall zu uns geschickt wurden, durch die Atmosphäre hindurch, da wird es ja ein bisschen heiß. Die Ufologen, die geben aber noch zu bedenken, dass an zwei Stellen in Russland, an denen angeblich einmal außerirdische Raumschiffe abgestürzt sein sollen, ebenfalls diese Form des reinen, geschmolzenen Wolframs gefunden wurde. Die Archäologen, die sagen, dass diese Sache mit dem geschmolzenen reinen Wolfram erst einmal überhaupt gar nichts heißen muss. Man wolle erst einmal untersuchen, wie dieses Wolfram denn in dieser Reinform entstanden sein könnte und vor allem, wo diese große Hitze hergestammt haben könnte, die dazu führte, dass es geschmolzen sei. Denn immerhin lägen diese Steine schon seit ewig und drei Tagen eben nicht mehr unter Wasser und diese Gegend, wo die Steine gefunden wurden, das sei auch in früheren Zeiten eine Gegend gewesen, wo die Menschen Erze abgebaut hätten. Bedeutet also, es kann durchaus sein, dass diese Spuren vom Wolfram durch Bearbeitung der Erze von Menschen stammten. Ich habe leider nicht in Erfahrung bringen können, ob man auf den Steinen, die man in China gefunden hat, auch Spuren reinen Wolframs gefunden hat. Ja, da prallen wieder einmal zwei Meinungen frontal aufeinander. Wie seht ihr denn die Sache? In diesen alten Sagen der Urvölker, da werden diese Steine ja als Geschenke der Götter bezeichnet, die vom Himmel kamen und daran orientieren sich ja auch die Ufologen. Oder hat eurer Meinung nach die Wissenschaft recht, die sagt, dieses Wolfram, das kann auch viel später auf die Steine gelangt sein und diese Steine selbst, das ist einfach ein Produkt der Gezeiten und der Meeresströmungen und so weiter. Also nichts Ungewöhnliches. Wenn ihr mögt, schreibt's mal in die Kommentare. Das hier ist die Stimson Klinik in Eastern Rapid und dieses Haus hat eine bewegte Geschichte hinter sich, sowohl was die Besitzer angeht, aber auch was die Vorfälle dort in diesem Haus betrifft. Eines ist ersichtlich, die Leute aus Eastern Rapid, die meiden dieses Haus so gut es geht und die haben auch die Türen des Hauses mit entsprechenden Warnhinweisen versehen. So etwas an einer Eingangstür zu lesen, das ist ja nicht gerade einladend, aber das Ganze hat seinen Grund. In diesem Haus da soll es spuken und das nicht zu knapp und da hat es anscheinend auch schon einige Tote gegeben. Das Haus, das wurde 1870 erbaut und war zunächst ein privater Wohnsitz und dann wurde es verkauft und aus dem Ganzen wurde eine Zahnklinik gemacht. Und da muss ich für meinen Fall sagen, da brauche ich gar keine Gespenster, das ist gruselig genug. 1917 wurde das Haus von drei Ärzten gekauft und einer von denen, der war Charles Stimson, nachdem dann diese Klinik auch benannt wurde. Über diese Zahnarztklinik, die sich dort vorher im Haus befand, da gibt es heute seltsame Gerüchte, zum Beispiel, dass da nie praktiziert worden wäre. Es gehen Gerüchte um, dass in diesem Haus in Wirklichkeit medizinische Versuche gemacht worden seien, und zwar an Menschen, die man irgendwo auf der Straße aufgelesen hatte, also Obdachlose. Und dabei seien dann viele von denen aus dem Leben geschieden und ihre Geister würden jetzt in diesem Hause spuken und das Ganze bis heute. Aber das ist nicht alles, da sollen noch weitere Seelen herumspuken. Zum Beispiel einer der Ärzte, die dieses Haus gekauft haben und die Stimson Klinik eröffnet haben. Der war gerade frisch operiert und wollte in den Aufzug des Hauses steigen. Nur der Aufzug war leider nicht da und trotzdem öffnete sich die Tür und er stürzte in diesen Aufzugschacht und war tot. Drei Jahre später, da kehrte der Vorbesitzer dieses Hauses, also der Inhaber der Zahnarztklinik, in einer Nacht in dieses Haus zurück und er hängte sich dort. Zu einem Unglück gab es dann aber noch weitere Fälle plötzlichen Ablebens, die mit diesem Haus in Verbindung standen. Ein städtischer Gutachter, der den Zustand des Hauses begutachten und feststellen sollte, der ist wohl irgendwie gestolpert und die Treppe des Hauses hinuntergestürzt und verstarb. Für die Einwohner von Eastern Rapid, da war klar, das war kein Unfall, das waren die Geister, die in diesem Haus spuken. Die Leute von Eastern Rapid, die betreten dieses Haus nicht mehr und sie berichten von Lichterscheinungen in diesem Haus, von Schreien, von seltsamen Geräuschen, die nach außen dringen, halt alles so, diese Dinge, die man einem Spuk zuordnet. Ja, und jetzt ist dieses Haus gekauft worden und zwar von ein paar Geisterjägern und die machen daraus ein Bed and Breakfast. Ja, wer möchte und im nächsten Sommer noch nichts vorhat, bis dahin soll das Ganze fertiggestellt sein, der kann ja da mal ein paar Nächte verbringen. Die Leute aus Eastern Rapid jedenfalls, die versuchen, das Ganze zu verhindern.
Die befürchten nämlich, dass dort wirklich unschöne Dinge passieren könnten und dass das dem Ruf ihres Ortes sehr schaden würde, vor allem aber, dass das eine Menge Leute anziehen könnte, die man dort gar nicht haben will. Damit meinen die aber garantiert nicht uns, liebe mythische Community. Ihr könnt dort ruhig hinfahren, wirklich könnt ihr, und nehmt eine Kamera mit, schickt mir, bevor euch richtig was passiert, noch schnell die Filme. Naja, stellt euch einmal vor, ihr bringt euch vor all diesen schlimmen Dingen, die euch da drohen, in so einer kleinen, bekannten Höhle in Sicherheit. Und dann entdeckt ihr da so einen Riss in der Wand und fummelt mit dem Finger an dem Riss rum und plötzlich kracht da alles zusammen und ihr steht in einer gigantischen Höhle. So ist es nämlich jetzt zwei Höhlenforschern in Montreal in Kanada ergangen. Die sind in eine bekannte kleine Höhle gestiegen und da haben die so einen Riss in der Wand gesehen und haben da ein bisschen dran rumgehämmert und plötzlich brach da alles zusammen und die standen in einem unbekannten, ziemlich großen Höhlensystem. Und dieses Höhlensystem, das befindet sich unter der Stadt Montreal und entstanden ist es, so laut den ersten Untersuchungen, vor ungefähr 10.000 Jahren in einer Eiszeit. Wirklich wissen tut man das Ganze noch nicht, dazu sind weitere Untersuchungen notwendig. Das, was man bisher vorgefunden hat, das ist ein Höhlensystem oder ein Gang, der ist 6 Meter hoch und 250 Meter lang und ab da liegt das Ganze dann unter Wasser. Aus der Erfahrung weiß man aber, dass solche Höhlensysteme sehr groß sein können und man geht davon aus, dass es bei dieser Höhle nicht anders sein wird, die sich da jetzt unter der Stadt Montreal befindet. Mal wieder eine interessante Entdeckung, wie ich finde. In Mexiko, im Gebirge, auf fast 4000 Metern Höhe, da plätschert ein kleines Flüsslein vor sich hin, das jetzt voll im Fokus der Archäologen steht, denn die haben da etwas entdeckt, das ist sehr interessant. Dass sich dort unter dem Wasser, dicht unter der Wasseroberfläche, irgendetwas befindet, was man sich mal näher anschauen sollte, das war schon länger bekannt. Denn das war keine natürliche Struktur, das konnte man mit bloßem Auge schon erkennen. Und nun haben die Archäologen einfach einmal das Wasser umgeleitet und haben dann eine Steinplatte entdeckt, die aztekischen Ursprungs ist. Für das ungeübte Auge, so wie für meines, da glaube ich, erkennt man da nicht allzu viel. Aber die Archäologen, die haben da nach eingehender Untersuchung festgestellt, dass das, was da auf diesem Stein zu sehen ist, ein Abbild unserer Galaxie ist. Zumindest fast. Da sind einige Fehler drin, aber im Großen und Ganzen passt das schon. Nun haben die Archäologen aber auch gleich gesagt, Leute, das ist jetzt noch lange kein Beweis, dass hier irgendwelche Außerirdischen gelandet sind. Das ist etwas, was man auch von der Erde aus so vermessen konnte. Das Ganze zeigt einfach nur, dass die Azteken weitaus weiter waren, technisch und in ihrer Himmelsbeobachtung, als man bis jetzt geglaubt hat. Interessant ist aber auch folgender Umstand, dass der Ort, an dem dieser Stein oder diese Steinplatte gefunden wurde, weit, weit ab von jeder bekannten Behausung der Azteken liegt. Und man fragt sich, warum man das Ganze hoch oben auf einem Berg so angelegt hat. Na, liebe mythische Kanalbande, könnt ihr euch noch selber die Schuhe zubinden? Also bei mir klappt's nicht mehr. Ich habe seit morgen eine halbe Stunde probiert, bis ich gemerkt habe, dass es Klettverschlüsse waren. Aber das wird sicher auch noch euch passieren, denn wir werden dümmer. Und das radikal und schnell. Das haben jetzt Wissenschaftler festgestellt und die befürchten, dass es einen radikalen IQ-Abbau geben wird und einen Aufbau des Intelligenzquotienten, den hat es in den Jahren 1930 bis 1980 gegeben, denn da hat sich die ganze Ernährung und die Medizin verbessert und wir lebten länger und alles wurde besser und dadurch haben wir uns mehr Wissen angeeignet und ja, die Voraussetzungen, um sich dieses Wissen anzueignen, die wurden halt dann durch dieses bessere Leben geschaffen, der IQ stieg. Nun gibt es aber Anzeichen dafür, dass wir sozusagen Bergfest feiern. Das heißt, dass wir die Obergrenze erreicht haben dessen, was wir an IQ erreichen können und dass es nun bergab geht. Die Wissenschaftler, die haben den Welt-IQ, den durchschnittlichen Welt-IQ im Auge und da haben die festgestellt, dass dieser sich seit 1980 schon um 1,5 Punkte nach unten bewegt hat. Ja, mal sehen, wie lange sich das so fortsetzt. Man kann natürlich nicht mit Gewissheit sagen, dass dieser Abwärtstrend in der Geschwindigkeit weitergeht, wie er jetzt ist.
Sollte es so sein, und das ist ja auch nur eine Theorie, dann sinkt der Welt-IQ, der durchschnittliche Welt-IQ, bis zum Jahre 2110 auf 83. Der Daily Guide Afrika, der meldete, dass am 3. Juli in Ghana 20 Studenten unter merkwürdigen Umständen kollabiert sind. Das Ganze geschah während einer Vorlesung auf der Nungua Senior High School. Bei der Vorlesung waren ungefähr 60 Studenten anwesend, als plötzlich 20 von ihnen fast zeitgleich kollabierten. Sie sackten zusammen, fielen von ihren Stühlen und einige schienen zu halluzinieren. Sie sagten, dass sie verstorbene Kommilitonen sehen würden. Einige von ihnen, die waren kaum noch ansprechbar, die schienen irgendwelche Halluzinationen von irgendwelchen Orten zu haben. Dann aber hätten auch sie die Gesichter von verstorbenen Kommilitonen gesehen. Die Studenten, die wurden in das Legma-Krankenhaus gebracht und der behandelnde Arzt, ein Dr. Joseph Oliver Comey, der äußerte sich gegenüber der Presse folgendermaßen. Die Studenten seien teils in einem apathischen Zustand eingeliefert worden. Sie hätten eine erhöhte Herzschlagfrequenz und erhöhten Blutdruck gehabt. Einige von ihnen hätten ein merkwürdiges Verhalten gehabt, das hat er dann aber nicht näher beschrieben. Die Studenten, die ansprechbar waren, die gaben an, dass sie die Gesichter toter Freunde oder eben toter Kommilitonen sehen würden. Und dann sagte der Arzt Folgendes. Der sagte, als Kliniker können wir mit so etwas nicht arbeiten. Also haben wir die Leute wie bei einer Massenhysterie behandelt. Man habe sie ruhig gestellt und derzeit warte man darauf, dass sich die Klinikpsychologen mit den Studenten befassen würden. Die Bluttests, die waren unauffällig, es gab dort keine Toxine im Blut zu finden, aber eben auch keine anderen Substanzen wie Drogen. Ja, das ist ein Fall, der kommt dem ein oder anderen von euch vielleicht bekannt vor, denn es ist gar nicht so der erste dieser Art. Ich habe hier nochmal einen Artikel aus dem Jahre 2008, da gab es einen ähnlichen Vorfall auf einer Schule in Tansania. Das Ganze begann damit, dass 20 Schülerinnen umfielen und irgendwelche Halluzinationen hatten. Und auch da wurden die Gesichter toter Menschen und so weiter gesehen, also ähnlich wie in diesem aktuellen Fall. Nur breitete sich diese Sache dort dann Klasse für Klasse immer mehr aus. Und diese Schüler, die hatten dann wirklich physische Symptome. Eben auch Herzrasen, erhöhten Blutdruck, sie waren apathisch und mussten dann letztendlich mit Medikamenten beruhigt werden. Im letzten Jahr hatten wir so einen Fall, ihr erinnert euch, ich habe darüber berichtet, in Mexiko. Ebenso in Peru und in Thailand. Auch darüber habe ich berichtet. In diesem Jahr hatten wir solche Fälle in Kuala Lumpur, in Indien, in den USA und auf einer französischen Schule. Und alle diese Fälle, die wurden von der Medizin als Massenhysterie behandelt. Das heißt im Prinzip nichts anderes, als dass man die betroffenen Menschen medikamentös stillgelegt hat. Aber wenn man diese Berichte liest, dann erkennt man da, dass alle diese Fälle etwas verbindet. Und das ist immer dieses Sehen von toten Freunden, toten Verwandten oder von merkwürdigen Gestalten an merkwürdigen Orten. Also schwere Halluzinationen, wie es scheint. Die Blutuntersuchungen, die sind permanent unauffällig. Keine Toxine, keine Drogen. Nichts dergleichen, auch kein Alkohol im Blut. Aber die haben eben auch wirklich diese körperlichen Symptome und da kann man dann mal sagen, dass das nicht irgendwie gespielt ist oder so, denn Bluthochdruck und Herzrasen und so weiter, das kann man nicht vortäuschen, also das hat man oder man hat es nicht. Das sind übrigens auch die Symptome bei Angstzuständen. Ja, ist die Frage, was ist da los? Geht eine Massenhysteriewelle sozusagen um die Welt in den Schulen, die dann so nach und nach einige Länder erfasst und einige Klassenzimmer erfasst? Oder habt ihr da eine andere Erklärung, was es sein könnte? Die Kommentarfunktion, die wartet auf euren Eintrag dazu. Liebe Mythengemeinde, mal Hand aufs Herz, ist jemand unter euch, der sich vielleicht berufen fühlt, der neue Indiana Jones oder die neue Lara Croft zu werden und hoffentlich auch so aussieht, dann würde ich sagen, auf nach Lincoln in England. Denn dort hat man jetzt etwas entdeckt und wenn das entschlüsselt wird, wer weiß, wo es hinführt. Vielleicht wartet ein großes Abenteuer auf euch. Das hier ist die Lincoln Cathedral und beim Saubermachen, sozusagen beim Frühjahrsputz, da hat man da etwas entdeckt. Also eigentlich hat man sich so mal den Plänen der Kirche gewidmet und mal alle Ecken und Winkel durchsucht
und ist dann durch Zufall auf eine Figur gestoßen. Nämlich auf diese etwas zerbeulte Gestalt, und der hat man dann den Namen Clockjack gegeben. Und zwar deshalb, weil Clockjack vermutlich zu einer Uhr gehört, die einmal an dieser Kathedrale angebracht war. Natürlich hat man sich dann noch Gedanken gemacht und würde gerne einmal wissen, wie diese Uhr wohl ausgesehen hat. Also hat man ein bisschen rumgeforscht und hat dann auf Universitäten in den Archiven einige Hinweise auf die Uhr gefunden und irgendwann auch mal eine Zeichnung dieser Uhr. Dieser Clockjack hier, der ist im Übrigen ungefähr 400 Jahre alt. Das weiß man, weil hinten beim Clockjack das Datum eingestanzt ist. Und diese Zeichnung, diese Planzeichnung dieser Uhr, die wird dann entsprechend alt sein. Aber man hat auf dieser Zeichnung dann etwas entdeckt. Oberhalb dieser Zeichnung der Uhr, da befindet sich ein Bild von Jesus. Und laut der Entdecker, so wörtlich, macht Jesus ein ziemlich trauriges Gesicht. Darunter befindet sich dann eine Reihe von seltsamen Schriftzeichen. Und diese Schriftzeichen, auch wenn sie dem einen oder anderen jetzt irgendwie bekannt vorkommen, die konnten von Experten nicht identifiziert werden. Darunter aber, da befinden sich noch drei Sätze in altem Englisch. Und die lauten folgendermaßen: Das Glas regiert den Globus. Erwache aus der Sünde. Warum schläfst du so? Ja, das klingt ja fast so wie bester Hollywood-Stoff für einen Indiana Jones-Film oder so, aber tatsächlich gibt es solche Rätsel anscheinend wirklich. Die Experten, die sagen, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass Erbauer zum Beispiel von Kathedralen irgendwelche Nachrichten in diesen Kathedralen hinterlassen haben und dann den Weg dorthin verschlüsselt haben. Bei diesen Hinterlassenschaften, da kann es sich um etwas ganz Banales, aber eben auch um etwas außergewöhnlich Wertvolles handeln. Alles schon da gewesen, so wie die Experten sagen. Allerdings, dieses Rätsel scheint besonders schwer zu sein, denn selbst diese Leute, die in dieser Kathedrale tätig sind oder die Experten für diese Schriften, die können sich da keinen Reim drauf machen. Ja, ein Rätsel wartet auf seine Lösung. Und vielleicht hat der eine oder andere von euch ja die zündende Idee und kann dazu noch diese seltsamen Schriftzeichen entziffern, die zusammen mit diesem lesbaren Text wahrscheinlich einen Hinweis auf irgendetwas geben, wo man etwas finden kann. Die Tindon Abbey, das ist eine Klosterruine im walisischen Wye Valley. Sie wurde im Jahre 1131 von den Zisterziensern gegründet. 1536, da wurde das Kloster aufgegeben und seitdem dümpelt es so vor sich hin und zerfällt und abends mit Beleuchtung. Denn das Ganze ist so ein Touristenort und der wird dann nachts angestrahlt und viele Menschen sind dort im Dunkeln unterwegs. Und da wird natürlich auch sehr viel fotografiert und es kommt an diesem Ort immer wieder dazu, dass Menschen hinterher beim Betrachten dieser Fotos irgendetwas Seltsames darauf entdecken. Und das ist nicht das erste Mal, dass ich von dieser Klosterruine und ein paar seltsamen Fotografien, die dort gemacht wurden, berichte. Dieses Mal geht es darum, dass eine junge Frau dort ihre Fotos machte und hinterher beim Betrachten auf dem PC feststellte, dass dort irgendetwas drauf ist, das einer gewissen Erscheinung sehr ähnlich sieht, die dort seit Jahrhunderten herumspuken soll. Und zwar handelt es sich dabei um einen Mönch, der dort irgendwann einmal gewaltsam um die Ecke gebracht wurde. Und dieser Geist, der soll nun schon so manchen Touristen dort im Halbdunkeln oder in den finsteren Gängen über den Weg gelaufen sein und manche fast zu Tode erschrocken haben. Auf den Fotos, die diese junge Frau gemacht hat, da soll nun der Geist dieses Mönches zu sehen sein. Das ist jetzt mal hier dieses Foto, das sie gemacht haben möchte, und sie sagt, sie hätte dort, während sie fotografiert hat, überhaupt gar nichts gesehen, sondern erst hinterher. Wir gucken uns das Ganze einmal in der Vergrößerung an. Offensichtlich, so schreibt die Sun und auch der Mirror, ist an diesem Foto nicht herum gefotoshoppt worden. Und ihr seht vielleicht links in diesem Torbogen dort diese Gestalt stehen, wenn es denn eine ist. Das soll also jetzt dieser Geist des Mönches sein, so wie er dort des Öfteren angeblich schon gesichtet wurde. Aber der ist ja da nicht alleine unterwegs. Es gibt von dieser Tindon Abbey mittlerweile eine ganze Menge Fotos, die irgendetwas zeigen, was sich so
ich sag mal, geisterhaft interpretieren lässt. Und ganz oft passt das eben auch zu den Geschichten, die man da so hört von diesen herumspukenden Geistern. Also entweder sind das alles optische Täuschungen und man interpretiert das hinein, was man an Geschichten kennt, oder eventuell wurde an den Fotos irgendwie herumgebastelt, oder da sind tatsächlich irgendwelche Geistwesen unterwegs, irgendwelche erd- oder ortsgebundenen Geistwesen. Für die Parapsychologen und Geisterjäger, da ist Tindern Abbey sozusagen ein Hotspot. Und da sind auch regelmäßig irgendwelche Leute unterwegs, die da diese Messungen mit all den Gerätschaften machen, die sie haben. Und da soll auch schon das ein oder andere nachgewiesen worden sein. Aber die Betonung liegt dabei auf soll. Wie steht ihr denn zu diesen Aufnahmen? Würdet ihr sagen, da ist schon was dran und das ist gut möglich, dass da Geister unterwegs sind und dass man die fotografiert hat? Oder würdet ihr sagen, naja, das ist alles ein bisschen schräg, wahrscheinlich irgendwelcher Blödsinn, eine optische Täuschung oder eine nette Photoshop-Arbeit? Aber wo wir gerade dabei sind, unter den Kommentaren, da gibt es bei solchen Themen immer wieder eine berechtigte Frage, die heißt, warum sind die nicht nackt? Die Kleider sind ja nicht mitgestorben. Ich habe mich da also wirklich mal auf die Suche begeben und habe da auch eine Antwort gefunden, genau genommen verschiedene, aber die laufen so in etwa auf dasselbe hinaus. Bei dem, was ich jetzt erkläre, ist natürlich vorausgesetzt, man glaubt an die Existenz von Geistern. Und da wird gesagt, Geister, das sind ja keine festen Körper. Das sind ja Erscheinungen, sozusagen energetische Projektionen. Und wenn man so als Geist unterwegs ist und nicht dort ist, wo verstorbene Seelen dann wären, dann hat das Ganze ja einen Grund. Und gelegentlich können Geister sich halt zeigen, um darauf aufmerksam zu machen, dass sie noch da sind, wenn sie das denn möchten. Und wenn man jetzt nicht unbedingt so ein Ferkel ist wie ich, dann zeigt man sich ja den Leuten nicht unbekleidet. Oftmals würden sich Geister in der Kleidung zeigen, die sie zuletzt trugen, aber es gibt auch Fälle, wo man weiß, dass diese Geister in völlig anderer Bekleidung gesichtet wurden, als die, die sie am Tag ihres Versterbens trugen. Also so in etwa ist die Erklärung, da jetzt in dieses Thema Energien und Projektionen komplett einzusteigen, das müsste man vielleicht mal in einem eigenen Video irgendwie besprechen. Aber wie gesagt, so in etwa muss man sich das vorstellen. Es gibt ein tolles Stellenangebot. Darauf bin ich gestoßen, als ich hier Geschichten für diese Ausgabe gesucht habe. Da wird eine Nanny gesucht für ein altes Herrenhaus, und zwar im Landstrich Scottish Border. Die kriegt 64.000 Pfund Gehalt im Jahr. Das entspricht in etwa so 72.000 Euro. Und Kost und Logis sind frei. Es gibt einen kleinen Wohnbereich mit eigener Küche und mit eigenem Bad. Und aus dem Bad, da habt ihr einen wunderbaren Ausblick auf die Landschaft von Scottish Border. Das Einzige, was ihr müsst wissen, wie man sich in der Adelsgesellschaft verhält, und ihr müsst gute Manieren haben und ihr müsst gebildet sein, und diese Kenntnisse, die müsst ihr an die beiden Kinder der Familie vermitteln können. Das war's schon. 28 Tage Urlaub im Jahr gibt's auch und jede Menge andere Vergünstigungen. Klingt gut, der Job, ja? Also wenn ihr wollt, dann könnt ihr euch ja da mal bewerben. Wir kommen jetzt zum nächsten Thema. Ach nee, Moment, ich hab was vergessen. Es gibt da so ein klitzekleines Problem bei der Stellenanzeige. Die Anzeige, die erschien auf der Seite Childcare und wurde dort im Bereich für die etwas besser verdienenden Herrschaften veröffentlicht und war anonym. Und das Problem bei dem Job ist, im letzten Jahr haben bei dieser Familie 5 Nannys den Dienst quittiert. Aber nicht, weil sie mit den Kindern nicht klarkamen, weil die so schlimm und unerträglich wären oder weil es andere Probleme mit der Familie gegeben hätte, sondern weil es in diesem Haus derart spuken soll, dass die Nannys das nervlich nicht mehr verkraftet haben. Da gibt's Klopfen in den Wänden, da verrutschen Möbel, während die Person im Zimmer ist, da fliegen Sachen durch den Raum, und diese Spukerei, die scheint sich auf die Nannys zu konzentrieren. Und der offizielle Kündigungsgrund dieser Nannys, der war eben paranormale Vorgänge. Nun schreiben diese Eltern in der Stellenanzeige, wir selber haben da noch nie irgendetwas von mitbekommen, aber gleichzeitig schreiben sie auch, dass die Nanny mit den Kindern 4 bis 5 Tage in der Woche nachts alleine dort ist, weil
die Eltern halt auf Empfänge oder arbeiten müssen oder sonst irgendetwas. Mittlerweile weiß man auch, wer diese Annonce aufgegeben hat. Das waren die Besitzer des sogenannten Scott-Hauses. Und das Ganze ist kein Scherz. Also die suchen tatsächlich diese Nanny und ja, die muss das ertragen können, was dort in diesem Haus angeblich so vor sich geht. Und weil so viele Nannys ihren Dienst aufgrund der paranormalen Vorgänge dort schon gekündigt haben, da überlegt man sich mittlerweile, ob man da mit seinen Ansprüchen an die Nannys vielleicht etwas runtergehen soll, denn in dem Kreis der Nannys für die etwas gehobenere Gesellschaft, da hat sich wohl schon herumgesprochen, dass man dort besser nicht anfängt. Ja, warum ausgerechnet die Nannys unter diesem Spuk so leiden, da gibt es nicht wirklich eine Erklärung für. Es gibt da eine Vermutung. In den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, da ist dort in diesem Haus eine Nanny gestorben und einige Jahre nach ihrem Tod, da soll diese ganze Spukerei angefangen haben. Eine ganze Zeit lang stand dieses Haus aber leer und vor 10 Jahren, da haben die jetzigen Besitzer dieses Haus gekauft und renoviert und seitdem haben sie ein bisschen Schwierigkeiten, Angestellte für ihr Anwesen zu finden. Obwohl, nein, das stimmt so gar nicht. Es gibt ein Update für diese Annonce und da schreiben sie, dass sie mittlerweile mehr als 2000 Bewerbungen erhalten haben und dass sie um Verständnis bitten, dass man nicht jedem Einzelnen antworten könnte. In einem anderen Bericht, da schildern sie eben das Problem, dass sich dort keine ausgebildeten Nannys mehr melden, sondern eben eher Menschen, die ein bisschen Spukerei erleben möchten und ganz nebenbei vielleicht die Kinder verwahren. Ja, wer von der Kanalbande jetzt weiblich ist und denkt, Mensch, also vor Kindern, da hatte ich noch nie Angst und Geister beschäftigen, sie wickeln, waschen und mit ihnen spielen, ist überhaupt kein Problem, oder war das umgekehrt, der kann sich ja gerne einmal dort bewerben. Die Kamera für die Aufnahmen und einen nachfolgenden Mythenfilm, die spende ich. Nächstes Thema und da geht es um diesen Herrn hier. Seit nunmehr 11 Jahren taucht die Geschichte dieses Mannes immer wieder in irgendwelchen Videos über Zeitreisen auf. Und natürlich ist die 100% wahr, denn er hat ja schließlich auch ein Video mitgebracht. Wenn man sich die Kommentare unter diesen Videos ansieht, die vom Aufspieldatum 2006 bis jetzt vor einem Monat reichen, dann merkt man, dass ganz viele Leute diese Geschichte glauben, denn immerhin wird sie ganz oft erzählt und scheint ja auch wahr zu sein. Und folgendes ist dem guten Hakan passiert. Der hat nämlich an einem Tag in seiner Küche gearbeitet und hat dann gemerkt, dass da irgendwie das Wasser unter der Spüle tropft. Das hier ist übrigens eine Originalaufnahme seiner Spüle und dann hat er gedacht, okay, ich muss das reparieren, sonst tropft das mir noch die ganze Bude voll. Und dann ist er in diese Spüle geklettert und da ist er dann irgendwie in so eine Raumzeitverschiebung geraten unter seiner Spüle. Und als er da wieder rausgeklettert ist, dann hat er dann gemerkt, dass er 36 Jahre in die Zukunft geschossen wurde. Und wen hat er da getroffen? Sich selbst. Ja, und wie man auf dem Video, das er mitgebracht hat, er hatte sein Handy dabei sehen kann, hat er sich ganz wunderbar mit sich selber verstanden. Und er hat sich dann ein bisschen von seinem späteren Ich erzählen lassen, wie das Leben so gelaufen ist. Und er war sehr beruhigt zu sehen, dass er später gesund und munter und gut abgesichert ist. Und dann ist er wieder zurückgekehrt. Wie genau, das konnte ich jetzt gar nicht in Erfahrung bringen, vielleicht durch die Kloschüssel oder so. Aber er ist dann wieder zurück in unsere Zeit gekommen. Und dabei hatte er dann diese Aufnahmen und identische Tattoos, die sollen noch einmal belegen, dass er sein eigenes Ich in 36 Jahren getroffen hätte. Und diese Story, die wird hier und auf anderen Videoplattformen rauf und runter erzählt, denn immerhin gibt's einen Beleg, er hat eine Videoaufnahme mitgebracht. Ja, ich könnte es jetzt dabei belassen, um mir nicht den Zorn der gläubigen Gemeinde zuzuziehen, mache ich aber nicht, denn das Ganze hat einen Hintergrund. Er hat diese Geschichte dann irgendwann veröffentlicht und das Ganze wurde dann auch tatsächlich in verschiedenen Zeitungen wiedergegeben und ja, es entstand eine Riesendiskussion, aber nur in Schweden, da wo er herkommt, möchte ich mal anmerken. Und er wurde als Lügner bezichtigt und ja, es gab dann einiges Aufsehen über diese Geschichte und dann hat sich sogar ein Filmemacher gemeldet und der hat ein Interview mit ihm gedreht. Auch dieses Interview gibt es hier auf YouTube zu sehen. Das geht aber nur 3 Minuten, da erzählt er dann einfach nur diese Geschichte, die ich euch jetzt auch erzählt habe. Und jetzt mal eine Frage, sagt jemanden von euch das Wort Guerilla-Marketing etwas?
Guerilla-Marketing ist eine besondere Form der Werbung. Das heißt, es wird eine Geschichte gestreut, von der man zunächst einmal überhaupt gar nicht weiß, wer steckt dahinter. Und dann wird dafür gesorgt, dass diese Geschichte viral geht und dass sie viel Aufsehen erregt. Und irgendwann platzt dann die Bombe, was wirklich dahinter steckt. Und genau das ist hier in diesem Fall so passiert. Denn hinter dieser ganzen Sache, da steckt eine schwedische Versicherung für Altersvorsorge. Und zwar diese hier. Das ist so eine Pensionskasse, sage ich mal. Ich kann das nicht genau definieren. In Schweden ist das ja alles etwas anders als hier. Jedenfalls bewirbt die sehr auffällig ihre Leistungen. Und die ist dafür bekannt, dass sie sehr seltsame Werbung fährt. Ihr seht ja jetzt auch hier schon wieder so einen älteren Herrn auf einem Einhorn sitzen. Ja, und die hängte dann irgendwann Plakate auf. Da konnte man dann den Herrn Håkan Nordqvist mit seinem späteren Ich sehen, wo er dann nochmal sagte, toll, dass es mir so gut geht in der Zukunft. Und darunter war dann halt dieser Werbeslogan der AMF, dieser Versicherung hier. Ja, warum wird der Rest dieser Geschichte denn nicht erzählt? Ganz klar, weil die ist einfach zu schön, dass jemand in die Zukunft reist und dann noch ein Video von sich selber mitbringt. Da kann man so viel draus machen, da erzählen wir den Rest dann lieber nicht. Und ich meine, ein Riss im Raumzeitgefüge unter seiner Spüle in der Küche, wer kennt das nicht? Nun, ich denke, ich werde das jetzt mal ausprobieren. Ich nehme euch mal mit in meine Küche. So, jetzt stehe ich hier vor der Spüle, bück mich mal und klettere in die Spülkiste. Was ist das? Oh Mann, das glaube ich jetzt nicht. Ja, ist irgendwie gar nicht so schlecht hier. Ich scheine König zu sein. Meine Lieben, das, was ihr hier seht, das ist ein Schreiben der ESO, der Europäischen Südsternwarte. Und in diesem Schreiben, da geht es darum, dass man einen Planet entdeckt hat. Und dieser Planet rast mitsamt seinem Stern auf die Erde zu. Ja, in den Videos der Apokalyptiker und der Nibiru-Anhänger, da dürfte das mit den Informationen jetzt vorbei sein und stattdessen Bilder von einer riesen Apokalypse eingeblendet werden mit brachialer Musik im Hintergrund. Wir haben es doch gewusst, Lisbeth, pack das Essen ein, mal jen in der Bunker, der Nibiru küt. Ja, aber in diesem Bunker dürften die beiden dann etwas länger sitzen. Denn de facto ist es so, da bewegt sich tatsächlich ein Stern und ein Planet auf die Erde zu. Der Stern hat den Namen Ross 128 bekommen und der Planet Ross 128b. Der Stern, das ist ein sogenannter roter Zwerg und der Planet umkreist diesen roten Zwerg in der sogenannten habitablen Zone. Und das bedeutet in diesem Zusammenhang mit dem roten Stern, der dann nicht so viel Energie abgibt, dass er den Planeten grillt, dass dort unter Umständen Leben möglich sein könnte. Denn die Temperaturen auf diesem Planeten könnten erdähnlich sein. Ja, und wenn Jupp und Lisbeth sich jetzt in den Bunker gesetzt haben, da werden die noch ein ganz kleines bisschen warten müssen, nämlich ungefähr 27.000 Jahre, bis der Planet so nah ist, dass man von einem interstellaren Nachbarn sprechen kann. Und dass er sich in Richtung Erde bewegt, das heißt natürlich noch lange nicht, dass er sich auf die Erde direkt hinzubewegt, sondern er bewegt sich einfach nur in unsere Richtung. Wahrscheinlich wird er ein paar Lichtjahre an uns entfernt vorbeirauschen. Das ist für einige dann aber wahrscheinlich nicht mehr so wichtig. Wichtig ist, dass der Planet auf die Erde zurast. Und das ist ja nicht der erste Planet, der sowas macht. Wir wissen ja, Nibiru war letztes Jahr viermal hier, um die Erde zu zerstören. Viermal mit einem festen Datum. Ja, und da können ja diese Apokalyptiker und Dummschwätzer der Apokalypse, das ist ja nicht denen ihre Schuld, wenn er dann nicht kommt. Der ist halt ein bisschen unzuverlässig, der Planet. Was ist das denn? Ich hab's gewusst, irgendwann kommen sie und übernehmen den Planeten. Und wenn ihr diesem Ding da zu nahe kommt, dann springt das in euer Gesicht, wickelt euch irgendetwas um den Hals, schiebt euch etwas in die Speiseröhre und wenn ihr dann in einem Raumschiff am Tisch sitzt und was essen wollt, dann kommt aus eurem Bauch... Ach nee, das war ja aus einem Film. Das Ding hier, das kommt nicht aus einem Raumschiff, das kommt von Twitter. Und
da macht so ein bisschen die Runde und da gibt es dann irgendwie 74.000 Kommentare, wo darüber spekuliert wird, welche Lebensform das sein könnte. Und ihr könnt euch vorstellen, dass da ganz viele schon geschrieben haben, jo, das ist eine Lebensform, die nicht von unserem Planeten kommt. Oder dass es irgendeine fiese Mutation ist. Ja, das Ganze ist aber viel einfacher zu erklären, auch wenn euch manche Videos da vielleicht etwas anderes erzählen möchten. Das, was ihr hier seht, das ist vollkommen irdisch. Und ungefähr 2 Minuten Recherche, die bringen dann Licht ins Dunkel, um was es sich hierbei handelt. Und deshalb kann ich manchmal nicht verstehen, warum da 100 Kommentare, da irgendein Alien oder sonst irgendetwas drin sehen. Diese kleine wimmelnde Bande hier, das sind die Larven der Pflaumen- oder Apfelsägewespe. Bei denen verfärbt sich dann später noch der Kopf, das war in dem Video jetzt noch nicht zu sehen, weil das in einem frühen Stadium war. Aber die kommen gerne zusammen, die sind gesellig und bilden gerne kleine Larvenhäufchen. Ja, und während die da so rumlarven, da fühlen die sich in der Menge sicherer. Und wenn dann irgendein Fressfeind kommt, so ein Vogel zum Beispiel, dann stellen die sich alle so bedrohlich auf und der Vogel denkt, ups, das ist ja ein Riesenvieh und macht die Biege. Das ist schon alles. Und das machen die auch, wenn da ein Mensch hinkommt und sehr nah an die rangeht, dann fühlen die sich auch bedroht. Und bei allen anderen möglichen Bedrohungen machen die das auch. Klar, wenn man sowas nicht kennt, dann sieht das Ganze natürlich so ein bisschen creepy und unheimlich aus. Also, ihr wisst ja, mit dem Gehirn, das ist so eine Sache. Das ist ja ständig bemüht, aus irgendwelchen Mustern und so weiter irgendwelche Formen zu erkennen, die es kennt. Und nicht nur da, das Ganze funktioniert wahrscheinlich auch so bei alten Gemälden. Da war gerade auf Twitter wieder etwas in der Diskussion und das möchte ich euch einmal zeigen. Es geht um dieses Gemälde eines Malers namens Waldmüller. Das stammt aus dem Jahre 1860 und es heißt Die Erwartete. Und man sieht ja rechts unten so einen Jungen und der erwartet anscheinend das Mädchen, was da kommt. Aber was macht dieses Mädchen dort eigentlich? Ich meine, das hier, das kennen wir ja alle. So laufen ja die meisten heutzutage über die Straße, vertieft in ihr Handy. Aber das Bild ist von 1860. Wie kann denn da ein Mädchen mit einem Handy auf dem Bild sein? Und das haben sich dann ganz viele auf Twitter auch gefragt. Und dann kamen halt diese üblichen Dinge von wegen Zeitreisende und so weiter. Und wahrscheinlich ist die Dame gerade in eine Runde Candy Crush vertieft, denn mit irgendjemand über WhatsApp schreiben geht ja schlecht, gibt ja kein Netzwerk und kein DSL da. Und da wird dann allen Ernstes diskutiert, ob das Mädel dort ein Handy in der Hand hält oder nicht und ob sie eine Zeitreisende sein könnte oder nicht. Und der Maler, der das gesehen hat, der hat bestimmt gesagt, boah, was hast du da Tolles, nimm das mal in die Hand, das male ich mal mit. Ja, während dieser Diskussion da meldete sich dann jemand, der hat gesagt, naja, das Bild ist von 1860 und was hier gezeigt wird, das ist eine Szenerie einer jungen Frau, die auf dem Weg zum Gottesdienst ist. Und damals war das üblich, wenn man zum Gottesdienst hinging, hat man auf dem Weg dorthin schon mal so ein paar Liedchen vor sich hergeträllert. Und das, was die in der Hand hält, das ist ein Liedbuch. Vollkommen idiotischer, an den Haaren herbeigezogener, kompletter Science-Fiction-Schwachsinn, den er da erzählt hat, den hat man nicht umsonst niedergeredet da im Forum. Das ist eine Zeitreisende, das sieht man doch. Ja, so ist das. Eigentlich sind Wolken ja nichts, wovor man sich fürchten muss, es sei denn, sie kündigen ein gigantisches Unwetter an. Wolken sind aber auch schon einmal für die eine oder andere Sinnestäuschung verantwortlich gewesen und manchmal gibt es Wolken, von denen denkt man, das kann einfach nicht mehr natürlich sein. Und doch ist nichts Unnatürliches dabei. Oftmals ist es so, dass man über solche Wolkenbilder verwundert ist, wenn man das aus den eigenen Breitengraden her gar nicht kennt. Allerdings sind dann solche Dinge, wie sie jetzt in Japan passiert sind, dann doch eher ungewöhnlich, weil auch Meteorologen dafür keine Erklärung gefunden haben. Jedenfalls zunächst einmal nicht, die mussten sich erst einmal ein paar Gedanken darüber machen, was das Ganze sein könnte. Über einer japanischen Stadt namens Fujisawa, da hatte sich vor einiger Zeit diese Wolke gebildet. Und diese Wolke, die war komplett abgesetzt von allen anderen Wolken. Das Ganze soll an einem Tag mit eigentlich einer sehr ausgeprägten schönen Wetterlage passiert sein. Der Himmel, der war zwischendurch immer wieder blau und es befanden sich nur wenige dünne Wolken am Himmel.
Wie sich diese Wolke gebildet hat, das konnte niemand beobachten. Sie schwebte auf einmal über der Stadt. Und dabei legte sie dann auch ein recht seltsames Verhalten an den Tag. Wie Augenzeugen berichteten, da soll sich diese Wolke nämlich unabhängig vom Wind bewegt haben. Egal, ob der jetzt stark oder schwach blies, die Wolke legte ihr eigenes Tempo vor und teilweise verharrte sie sogar an einem Punkt über der Stadt, so wie die Augenzeugen es sagen. Und das Ganze soll auch nicht nur ein Spektakel von einigen Minuten gewesen sein, sondern diese Wolke, die konnte länger über der Stadt beobachtet werden und immer wieder wechselte sie dabei ihre Position. Das Ganze soll, wie man hier auf dem Bild sehen kann, bis in die Abendstunden hineingegangen sein. Und als es dann zu dämmern anfing, da soll sich diese Wolke dann plötzlich aufgelöst haben. Das Bild, das wurde von dem Fotografen auf Twitter veröffentlicht und dann ging so das Gefecht der Professoren los. Jeder hatte eine andere Meinung darüber, was diese Wolke sein könnte. Meteorologen, die haben dann doch noch eine Erklärung veröffentlicht, und zwar würde das Ganze mit Überdruck in der Erdatmosphäre zusammenhängen und da würden sich dann Wolken an einem Punkt sammeln und sich zu kreisrunden Gebilden formen. Wieso das Ganze dann allerdings nur mit dieser einen einzigen Wolke passierte und warum sich diese Wolke teils auf einem Fleck aufhalten konnte und irgendwie doch unabhängig vom Wind bewegen konnte, darauf hatten die Meteorologen dann keine Antwort und zweifelten die Aussagen eher an. Ähnliche Aufnahmen von solchen Wolken, die sich aufgrund der von den Meteorologen geschilderten Wetterbedingungen gebildet hätten, die gibt es nicht. Letztendlich ist das Ganze dann auch ein Erklärungsversuch der Meteorologen gewesen und kein wirklicher Beweis. Man geht einfach davon aus, dass es unter diesen Bedingungen, die von den Meteorologen geschildert worden sind, zu solchen Formen von Wolken kommen kann. Es gibt daneben natürlich eine ganze Reihe anderer Erklärungen aus ganz anderer Sicht, was das Ganze denn gewesen sein könnte. Ja, was denkt denn ihr, was es war? Ist das so eine besondere Wolkenform aufgrund einer bestimmten Wetterlage? Oder kann es doch etwas ganz anderes sein? Und wenn ja, was glaubt ihr, was es gewesen ist? Ich persönlich habe so eine Art Wolke noch nie gesehen. Es gibt zwar diese Roll- oder Fasswolken, wie man sie nennt, aber die sind halt länglich und sehr lang. Und das hier ist nun mal ein rundes Gebilde. Ich kenn's nicht. Was denkt ihr, was es war? Der folgende Beitrag, der ist ein bisschen schwierig für mich. Ich möchte nicht sagen, dass ich ein Heidenkind bin, aber ich bin auch nicht so bibelfest, wie man es vielleicht zur Analyse des folgenden Themas sein müsste. Aber ich weiß ja durch die Kommentare, dass einige von euch sehr religiös sind und sich auch sehr mit dem Alten oder auch mit dem Neuen Testament befasst haben. Von daher gehe ich einmal davon aus, dass das, was ich jetzt erzählen werde, und das ist nur die Rahmengeschichte, vielleicht von dem einen oder anderen von euch noch irgendwie ergänzt werden kann. Aber ich fand diese Sache schon nicht uninteressant und deshalb möchte ich sie hier in diesem Film auch einfach ansprechen, auch wenn ich da nicht so tief gehen kann, wie ich das gerne würde. Aber ich mache ja hier auch keine Lehrvideos, sondern ich schildere einfach Dinge und jeder kann sich da so seine Meinung zu machen. Wenn man sich auf YouTube einmal umschaut und gibt nur den Begriff Weltuntergang ein, da bekommt man da eine Reihe von Videos geliefert, ungefähr seit dem Jahre 2012, die in etwa im 14-Tage-Rhythmus den Weltuntergang ankündigen. Mal ist es ein Asteroid, mal ist es Nibiru oder sonst irgendein Ereignis, was dazu führt, dass das Ende der Tage eingeläutet wird. Und immer wenn der jeweilige Termin dann vorbei ist, wird ganz schnell ein neuer festgesetzt. Meist laufen diese Videos dann auch noch auf denselben Kanälen, die vorher den Weltuntergang angekündigt haben, der nicht stattfand. Und in den Kommentaren sind es dann auch oft dieselben Menschen, die dort kommentieren und die sich diesmal ganz sicher sind, dass es jetzt passieren wird. Aber das mit dem Weltuntergang, das ist nicht nur eine Sache auf YouTube und da geht es nicht nur um Planeten, die die Erde treffen oder Asteroiden oder sonst irgendetwas. Das Ganze findet man auch in der christlichen Welt regelmäßig wieder. Es ist seit Jahrhunderten so, dass Menschen denken, sie leben zu der Zeit, in dem das Ende der Tage eintreten wird, in dem Gottes Zorn
die Welt vernichten wird. Und es gibt Menschen, die haben aus dieser Thematik eine richtige Wissenschaft gemacht und die befassen sich seit Jahren nur damit herauszufinden, wann ist der Tag des Endes aller Tage gekommen. Und nun macht eine Story die Runde, dass ein neuer Bibelcode gefunden wurde, also eine versteckte Botschaft in den Bibeltexten, die preisgeben, wann das Ende der Tage gekommen ist, sogar mit Datum. Interessanterweise sind zwei Leute unabhängig voneinander auf dasselbe Datum gekommen. Der eine hat es in der Offenbarung gefunden und der andere in einem Buch von einem Daniel. Und ich muss sagen, da hört es bei mir auch schon auf. Den einzigen Daniel, den ich kenne, der hat hier in der Nähe eine Frittenbude, aber der hat mir versichert, er was nicht. Also es wird wohl eher ein Daniel sein aus dem Alten oder Neuen Testament. Ihr könnt es mir ja mal in den Kommentaren hinterlassen. Ich weiß nicht genau wo. Und wer das war, das weiß ich auch nicht. Die beiden Bibelforscher, die diese ganze Sache herausgefunden haben wollen, das sind Theodor Chauvat und Michael Parker. Bei Chauvat bin ich mir nicht sicher, ob der so geschrieben wird. Ich habe das ausgeschrieben nirgendwo gefunden. Also wenn ihr euch da auf die Suche begibt, es kann sein, dass der Nachname nicht so geschrieben wird. Beide haben aufgrund von Angaben in biblischen Texten oder im Neuen Testament einen Tag herausgefunden, wann das Ende der Menschheit denn gekommen sein soll. Wie genau das funktioniert hat, das ist eben der Punkt, wo ich sage, da bin ich dann nicht mehr der Richtige, weil da werden dann Bibeltexte auseinandergepflückt und interpretiert, wo ich überhaupt nicht mehr in der Lage wäre, in irgendeiner Form nachzuvollziehen, ob das Ganze Sinn macht, was die beiden da herausgefunden haben. Bei Chauvat ist es so, dass er herausgefunden haben möchte, dass 3,5 Jahre nachdem der Satan in Israel Einzug gefunden hat und im Tempel zu sehen sein würde, was immer dieser Tempel jetzt auch sein mag, da würde dann dieser Tag kommen, an dem Gott die Welt vernichtet. Und Chauvat sieht für das nächste Jahr die Zeit gekommen, wo der Satan in Israel einziehen würde. Michael Parker, der ist ja schon genauer geworden. Der geht davon aus, dass am 23. September 2017 der Satan Einzug in Jerusalem halten wird, und zwar in Form der Rückkehr von einem falschen Jesus, den wir anbeten, und 3,5 Jahre danach, nämlich am 23. März 2021, dann wäre dann der Tag gekommen, an dem das Ende aller Tage ist. Also kurz und knapp, der 23. März 2021, das soll der Tag sein, an dem Gott die Erde vernichten wird, und im nächsten Jahr soll das Ganze losgehen. Beide Herren hier, die befassen sich seit Jahren mit der, Entkodierung von möglichen Codes in den Heiligen Schriften. Interessant ist auf jeden Fall, dass beide zu einem ähnlichen Ergebnis aus verschiedenen Texten kommen. Wobei es bei Parker so ist, dass der sich ausgesprochen intensiv mit der Thematik der Endzeit befasst, und das schon seit vielen Jahren. Er betreibt zum Beispiel zwei Webseiten darüber. Das ist zum einen die Seite End Times Prophecy, und da steht noch drunter, wir wurden gewarnt. Also er geht davon aus, dass die Endzeit mit Sicherheit eintritt. Ja, und die andere Website, das ist Signs of the End, und da widmet er sich dann mehr den Zeichen, die man heute wahrnehmen kann, die darauf hindeuten, dass das Ende sehr bald kommen wird. Und Michael Parker, der ist, trotz der für manche vielleicht völlig absurden Thematik, sehr viel Gast in TV-Sendungen in den USA, und da wird er nicht als Spinner präsentiert, sondern als, ich sag mal, Bibelgelehrter. Und was man bei der ganzen Sache auch nicht vergessen darf, manchmal ist man ja so ein bisschen geprägt von dem, was einem tagtäglich so auf YouTube um die Ohren gehauen wird. Beide, also sowohl Chauvat wie auch Parker, sind aber jetzt keine YouTuber, und die präsentieren auch keine mit Brachialmusik unterlegten, angstmachenden Endzeitvideos oder so, sondern die setzen sich wirklich wissenschaftlich mit diesen Sachen auseinander, und die präsentieren die dann auch ganz sachlich in irgendwelchen Sendungen, Radio oder Fernsehen oder wo auch immer, und sind jetzt nicht so die Spinner, wie man vielleicht vermuten mag. Was jetzt aber auch nicht bedeutet, dass man das glauben muss, was die sagen, sondern beide haben da eine Theorie entwickelt aufgrund von, wie sie meinen, geheimen Codes, die sie in dem Alten Testament und im Neuen Testament gefunden haben. Dazu kann man natürlich jetzt stehen, wie man möchte. Wenn
ich ein strenggläubiger Christ bin, dann macht mir sowas vielleicht dann doch Angst, wenn ich sowas höre. Wenn mich die Bibel und Gott überhaupt nicht interessieren oder das Christentum an sich, dann geht mir das sonst wo vorbei. Wie sieht's denn aus bei euch? Macht euch sowas Angst, wenn ihr sowas hört? Würdet ihr sagen, sowas sollte man lieber nicht verbreiten, oder würdet ihr sagen, ist mir völlig egal, passiert sowieso nicht? Ja, wie gesagt, ich habe dieses Thema nur angeschnitten, weil ich einfach nicht über das Wissen verfüge, da irgendein Urteil darüber abgeben zu können, was die beiden Herren da rausgefunden haben. Weitere Informationen, das findet ihr auf den Webseiten von Parker, allerdings leider nur in englischer Sprache. Für mich ist das insofern interessant, da wieder einmal ein Datum für das Ende der Welt festgesetzt wird. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass das auch sozusagen aus christlicher Richtung kommt, ohne dass da ein Planet oder ein Asteroid irgendwas anrichten muss. Also auch bezüglich des Themas Gottes Zorn wird die Erde vernichten, hatten wir ja schon einmal das ein oder andere Datum. Aber bis zu diesem Datum, diesem 23. März 2021, da haben wir noch rund 5 Termine, das ist kein Scherz, also 5 Termine noch, wann die Erde untergehen soll. Und einer davon ist übrigens noch in diesem Monat im Dezember 2016. Gut, jetzt haben wir heute, in dem Moment, wo ich dieses Video mache, den 20.12.2016. Ein paar Tage haben wir noch Zeit, ich hoffe nicht, dass was passiert. Macht ihr euch überhaupt noch Gedanken darüber, wenn jemand das Ende der Welt ankündigt, ob da überhaupt irgendetwas passieren könnte?